Also herzlich willkommen hier zu unserem neuen Interview aus unserer neuen Serie Im Gespräch mit. Ich bin heute hier mit Carina und Johannes. Herzlich willkommen euch beiden. Schön, dass ihr hier dabei seid und euch die Zeit auch nehmt. Ihr seid ja schon länger auch bei uns mit in der Gemeinde. Ihr habt Kinder, zwei im Moment. Und wir haben eine Menge Fragen an euch auch, wie ihr denn so diese letzte Zeit einfach erlebt habt, wie es euch denn auch so ging während dieser ganzen Krisenzeit. Und was ihr vielleicht auch mitgenommen habt aus dem Ganzen. Und ja, schön, dass ihr dabei seid. Vielleicht gleich die erste Frage, so wie ging es euch denn auch gerade mit Kindern in dieser Krise? Wir hatten jetzt ja öfters auch schon verschiedene Interviews in verschiedene Richtungen, haben aber, glaube ich, selten drüber geredet, wie das eigentlich für Familien ist in so einer Zeit. Wie ging es euch denn damit? Für mich gesprochen, weil ich ja den ganzen Tag eigentlich mit den Kindern zusammen bin, mir war immer wichtig, dass ich eine Struktur habe im Alltag und die ist durch die Krise so ein bisschen weggebrochen. Ja. Weil ich einfach geguckt habe, zum Beispiel, dass ich regelmäßig in Babytreffs bin und die durften dann nicht mehr stattfinden. Mhm. Und das war dann ja nicht ganz so einfach natürlich. Und auch Treffen mit Müttern und anderen Kindern habe ich vermisst. Ja. Vor allen Dingen auch für den Theo, weil der einfach auch den Kontakt mit anderen Kindern eigentlich gebraucht hat. Genau, das war so ein bisschen, was mir gefehlt hat oder was, wo es mir nicht so gut ging. Wo es allerdings für uns oder was mir es leichter gemacht hat, dadurch, dass die Restaurants und Kinos sowieso zu hatten, ist es mir nicht so schwer gefallen, dass ich quasi als Mutter von zwei kleinen Kindern eh drauf verzichten muss. Ja. Deswegen habe ich immer wieder auch zu Johannes dann gesagt, ach, ist eigentlich gar nicht schlimm, dass es gerade Lockdown ist, weil wir könnten sowieso nicht hin. Das war von der Zeit her für uns eigentlich dadurch ja, ganz okay und gar nicht so schlimm. Wir hatten eine Menge Geld mehr. Auch positive Auswirkungen. Ja, also, ja, ich fand es mit den Kindern natürlich allgemein schon herausfordernd und dann kam noch Corona, das war dann, umso mehr manchmal auch echt schwierig und ich meine, wir hatten vor allem im Winter, wenn man nicht richtig raus kann, wenn Regenwetter ist, dann ja, dann ist man wirklich sehr herausgefordert. Und Leute zu treffen war ja schon vor Corona mit Kindern nicht immer so einfach. Nicht wie wenn man jetzt Single ist oder einfach verheiratet, sondern dann hat man sich an gewisse Zeiten zu halten, wo das Kind schlafen muss. Und ja, das war dann während Corona noch extremer. Und ja, Quarantäne hatten wir einmal. Das war, glaube ich, 10 Tage. Und es war, ja, das war heftig und wir haben ja zumindest hier den Garten. Ich weiß nicht, wie andere das machen, wenn sie nur einen Balkon haben oder so, aber das war natürlich sehr schwierig. Und was positiv war, war natürlich, dass bei uns die Kinder da waren, in der Weise, dass wir nicht alleine in 4 Wänden waren, sondern dass wir eine Aufgabe hatten, die uns eigentlich ständig dann natürlich ausgefüllt hat und ansonsten auch Kinder, mit denen wir Spaß hatten. Ja. Wow, klingt auch nach einer herausfordernden Zeit so. Was habt ihr denn am meisten vermisst? Was würdet ihr denn sagen? Ich mach mal kurz. Also, wir haben, glaube ich, die Zeit mit Freunden ganz normal sich zu treffen. Wir haben uns getroffen, aber viel weniger. Und wir haben auch ein paar Freunde verloren in der Zeit. Das war sehr schade. Wo auch über Telefonieren oder WhatsApp dann auch nichts mehr war. Die Gottesdienste haben wir sehr vermisst, den Lobpreis als Gemeinschaft ganz besonders. Und dadurch, dass wir halt eben 2 Kids haben, die beschäftigt werden wollen, war auch mit YouTube zu Hause. Das war richtig schwierig, da mal vor dem Fernseher zu sitzen, zu sagen, wir schauen jetzt einen Gottesdienst an und wir hören der Predigt zu. Das war fast nie richtig möglich. Es war richtig schwer, sowas. Ja. Wow. Carina, was würdest du sagen? Was hat dir am meisten gefehlt? Ja, ich glaube, auch spontane Treffen einfach im Alltag mit anderen Familien, mit auf dem Spielplatz jemanden zu treffen. Es war irgendwie alles so ein bisschen runtergefahren eben. Und das habe ich ja einfach vermisst, dann spontan mal zu jemandem nach Hause zu gehen oder. Ja, ja, genau.
Wow, ja. Wenn wir mal so die positiven Seiten sehen, ihr habt es ja gerade schon kurz angesprochen, abgesehen von finanziellen Sachen. Was nehmt ihr denn so an positiven Dingen vielleicht auch mit aus dem Ganzen? Oder was würdet ihr auch sagen, was ihr so vielleicht mit Gott auch erlebt habt in dieser Zeit? Also, ja, jetzt natürlich, dass man sich wieder treffen kann, schätze ich dafür umso mehr. Ja. Was man vorher vielleicht als Selbstverständlichkeit angesehen hat, genau, das schätzt man, oder ich schätze es wieder viel mehr, kann einfach dankbarer dafür sein. Ja, und was ich mit Gott erlebt habe in der Zeit, dass einfach, dass Gott uns versorgt hat, egal mit was, also auch in der Zeit, in der wir Quarantäne hatten. Da kam die Nachbarin vorbei und hat uns Muffins gebracht. Da wurden uns angeboten, für uns einzukaufen. Ja, also wir waren eigentlich immer versorgt. Ja. Wow. Ja, es war, also wir nehmen eigentlich viel mit aus, was wir da natürlich auch erlebt haben und dankbar sind für vieles neu. Aber auch das Lernen, die Lektion, Eigenverantwortung in der geistlichen Nahrung, dass man sich selber lernt. Und wenn es einfach eine Andacht ist, für mich war die Andacht enorm wertvoll, weil ich hatte oft nicht viel, oder wir hatten oft nicht viel Zeit, 5 Minuten, manchmal nur 2 Minuten, einfach kurz eine Andacht zu lesen und einfach Gott zu hören, dass er spricht zu einem. Und das hat einen echt aufgebaut. Wir haben Gottes Versorgung, wie Carina gesagt hat, schon mehrmals erlebt dann auch. Und wir haben neue Freunde gewonnen. Wir haben in unserer Nachbarschaft direkt hier 2 neue Familien kennengelernt, sowohl Christen als auch Nicht-Christen. Und das war echt, da sind wir Gott sehr, sehr dankbar, wie er uns da geholfen hat. Und was ich glaube, als das Größte empfand, war, dass wir mit den Kindern so, es war extrem. Ja, wir haben den Tag über die Kinder getragen, sie sind ja nur 1 Jahr und 3 Monate auseinander. Und dann bist du abends fertig, ja, Kinder haben geschrien, du bist nicht nur kräftemäßig, sondern auch psychisch einfach echt belastet. Rücken tut weh und trotzdem schaust du dein Kind an, wie es schläft, und du bist Gott einfach nur dankbar und freust dich, dass du dieses Geschenk bekommen hast von Gott. Und das hat mir geholfen, so diese Dankbarkeit zu haben und zu sehen, wie Gott uns sieht als seine Kinder. Und wie viel Geduld hat er mit uns, wie viel mehr, als wir haben mit unseren Kindern. Und das hat mich enorm gefreut und das war total wertvoll. Was natürlich auch positiv war, war der Kontakt zu unserer Familien, zu unseren Familien und Freunden. Das war extrem wertvoll. Also wenn man da keine Freunde hat, das ist echt hart. Ja. Und was hab ich so mit Gott auch noch erlebt? Ich meine, wir haben als Versorgung erlebt, mehrmals mit Finanzen. Ja. Und Gott gesagt, wir brauchen 400 Euro. Und Gott hat uns 2 Tage später sogar 500 Euro geschenkt. Und ich konnte mir da noch was anderes, was ich mir gewünscht habe, für 100 Euro, also genau 99 Euro, das konnte ich mir dann auch noch kaufen. Wow. Und es war einfach stark. Und wir haben sowas 2-mal erlebt. Ja. Gottes Schutz und Bewahrung bei den Kindern, das war stark. Und einfach seine Gnade, wo wir nicht viel Zeit hatten mit Gott, nicht viel Zeit verbracht haben mit unserem Vater im Himmel, aber gemerkt haben, wie Gott uns versorgt, wie Jesus weiß, was wir brauchen und treu war, gnädig war. Und was ich ganz besonders stark fand, war einfach, wie schon gesagt, unsere Familien, unsere Freunde, die Gemeinde. Wir haben von verschiedensten Leuten so gute Zeiten gehabt. Und wenn es nur einfach so manchmal sowas war, als es ein bisschen lockerer war, konnten wir mit Fröbels mal Bärlauch pflücken gehen. Wir haben WhatsApps bekommen mit ermutigenden Worten von verschiedensten Leuten. Silke Hoffmann hat da ganz oft uns so ermutigt. Stefan und Sibylle Grau haben uns echt gut getan. Und da gab es so viele Leute. Und wenn es nur ein Gottesdienst war auf der Rangerwiese, weiß ich noch, da saß Sigi und Susanna und haben sich um den Theo gekümmert und wir konnten einfach mal der Predigt zuhören. Ja. Das ist für uns extrem wertvoll. Wir waren oft auf der Rangerwiese oder im Gottesdienst und wir haben nichts mitgenommen. Also nicht gehört, was haben wir eigentlich heute für eine Predigt gehabt. Ja. Und die Vicky ist so oft da gewesen oder immer wieder und hat uns so geholfen. Ja. Oder irgendwie war mal vor der Tür irgendwas. Und es war einfach
Wir sind total dankbar für jeden Einzelnen, wo sich da investiert hat. Spaziergänge mit dir, Christoph. Ja, das war das, wo wir Gott erlebt haben. Ja. Stark, ja. War wie ermutigend zu hören, dass trotz der Krise doch einiges passiert. Und dass man da auch eine Chance hat, trotzdem gut durchzukommen, so trotz allen Herausforderungen. Ich meine, war, wenn du so überlegt, du hast ja gerade schon angesprochen, wie schwierig das manchmal auch allein schon im Gottesdienst ist, dann überhaupt aufmerksam dabei sein zu können. Habt ihr denn vielleicht auch einen Tipp so aus eurer Erfahrung, wie man, wenn man jetzt so einen ganz vollen Alltag hat, wie es bei euch ja auch der Fall ist, wie man vielleicht trotzdem dann auch eine gute Gemeinschaft mit Gott haben kann, auch wenn viel los ist, gerade auch mit Kindern. Habt ihr da vielleicht eine Empfehlung oder was, was sich bei euch so bewährt hat? Ja, also ich würde sagen, dass man sich auf komplett neue Wege einlässt, wie Gott einem begegnen kann. Ja. Also ich habe oft ein Kind in Schlaf geschaukelt und währenddessen gebetet, ja, und das war meine Zeit mit Gott. Ja. Ich habe in Sprachen gebetet, habe Lobpreis gemacht, wenn das Kind dabei eingeschlafen ist, umso besser, ja, und das war für mich dann, und egal wie kurze Zeit mit Gott war, zu wissen, ja, es ist genug, für ihn ist genug, er freut sich und ja, ich glaube, für mich ist es eigentlich sehr hilfreich, so wenn ich zumindest irgendwie den Tag in irgendeiner Form mit Gott starte, und ich habe das dann angefangen, dass ich auf YouTube mir Lobpreis rausgesucht habe und dann mit den Kindern zusammen getanzt habe, gesungen habe, genau, mal ein Kind getragen habe. Aber das, ja, das ist auch was, was wo ich so Gott begegne und wo ich so den Tag mit ihm starten kann. Dann die Autofahrten, das ist meistens so, dass die Kinder ruhig sind, das nutze ich dann zum Beten oder und mal, oh genau, ich höre zum Beispiel gerade die Bibel auch an, also ich lese sie nicht nur, sondern ich habe dann halt eine Hörbibel und höre das dann während der Autofahrt an, das kann man auch machen. Und einfach, ja, im Alltag merke ich, dass Gott sehr gerne hilft, wenn man ihn in auch Alltagsentscheidungen, egal wie banal sie sind, mit einbezieht und wie dann der ganze Tag irgendwie dann doch einfacher verläuft. Mhm. Ja. Mhm. Wow, das klingt richtig gut, ja. Vielen Dank für diese praktischen Tipps auch. Ich denke, da können wir viel mitnehmen insgesamt. Da wissen wir ja auch so, hey, Gott kann trotzdem wirken. Egal wie viel los ist, egal was vielleicht gerade passiert, und auch an dieser Dankbarkeit festzuhalten, das ist auch was ich echt jetzt mitnehme, so aus dem Gespräch mit euch, zu sagen, hey, lasst uns doch wieder neu dankbar sein für diese Dinge. Also vielen Dank für eure Zeit hier. Vielen Dank für euren Input auch für uns. Und ja, wir freuen uns, euch hoffentlich dann bald wieder persönlich auch zu sehen, in Gottesdiensten oder wo auch immer. Ja, ansonsten, schaut doch einfach mal noch mal rein hier auch in unseren YouTube-Kanal. Da haben wir eine Menge anderer Videos und Interviews und alles Mögliche mit drin. Nutzt die Gelegenheit. Wir haben es gerade schon gehört. Man kann auch immer mal wieder online was angucken. Das macht auch Sinn in vielen Situationen. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt Gottes Segen und bis zum nächsten Interview. Macht's gut. Bis dann.